Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Strategic Command World War 1. Es geht nichts vor und nichts zurück. Es sind nur noch 3 Turns zu spielen. Für uns jetzt eigentlich sogar fast nur noch 2, denn wir haben hier nicht mehr viel zu machen. Wir können jetzt hier noch versuchen, eventuell hier einen französischen Zerstörer zu attackieren. Aber mehr ist nicht drin. Ich bin mir überlegen, hier mache ich gar keinen Schaden. Hier mache ich vielleicht einen Schaden. Ja, haben wir hinbekommen, selber dafür wiederum 2 kassiert. Ziehen wir uns mal zurück. Selbiges machen wir jetzt hier. Ja, das war auch okay. Ziehen uns hier wieder zurück. Was haben wir da noch? Weiteres U-Boot, U-Boot, U-Boot. Das sind eigentlich nur noch U-Boote, die wir hier weitgehend haben. Hier haben wir noch einen leichten Kreuzer. Da habe ich auch noch ein bisschen Schaden gemacht, aber selber auch noch ein bisschen Schaden kassiert. Und so werden wir jetzt hier weiter verfahren. Nichts passiert, okay. Die Kreuze können sich anscheinend irgendwie gegenseitig gar nicht so richtig... Boah, das wird hier echt düster werden. Aber ich versuche es trotzdem. Vielleicht mache ich ja... Nee, mache ich nicht. Ein bisschen Schaden. Es sieht nicht so aus, als ob ich diesem Kreuzer hier noch irgendwie Respekt einflößen könnte. Nee, das kann man vergessen. Ey. Und jetzt nach zweimal kann man das dann auch mal sein lassen. Wenn es zweimal schief gegangen ist, ne? Ich gucke natürlich bloß einfach nur aus Neugier. Perhaps. Ne, hier geht auch nichts. Oh, da haben wir nochmal Feindkontakt. Aua, aua, bitte. Bitte stirb nicht, liebes Schiff. Okay, hier gehen wir weg. Da kann ich nichts mehr machen. Du bist auch. Ja, und das waren jetzt hier schon unsere schiffigen Möglichkeiten, was ich noch machen kann. Aber was auch keinen Sinn machen würde, ist jetzt hier seine Flugzeuge nochmal aufwerten. Hier kann ich nochmal den Erfahrungsverlust. Hä, was ist denn das? Das kostet mich jetzt hier nur 28 Punkte. Vielleicht. Ja, ich habe jetzt nochmal die Flugzeuge geholt. Was soll's, ne? Einfach mal geschaut, was noch geht. Hier haben wir noch ein bisschen Kavallerie. Hier haben wir noch ein bisschen was von denen da, von den Luftschiffen. Ich versuche einfach mein Glück. Aber natürlich sind hier weiterhin die Abfangjäger am Start und tun halt echt üble Dinge mit uns. Wir haben nochmal ein bisschen was aufgeklärt, aber. Die tun halt einfach auch nichts mehr, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Ich verlagere hier nochmal das ein oder andere ein klein wenig. Aber ihr seht halt, hier geht halt einfach nichts mehr. Es geht halt wirklich nichts mehr. Was haben wir da noch? Was bist denn du? Was kann man mit dir denn noch machen? Noch ein Langstreckenflugzeug aus dir machen. Kostet halt nicht viel, ne? Ja, komm. Gönnen wir uns das. Hier kann ich nochmal den schweren Bomber einstellen. Langstreckenflugzeug. Vielleicht tut sich dann noch in der nächsten Runde eine Kleinigkeit was. Hier habe ich noch meine Infanterie, die ich jetzt hier noch nach vorne rücken lassen kann. Um mir zu verhindern, dass der Feind jetzt hier diese Lücke hier eventuell nimmt. Ja komm, das machen wir. Und graben uns an dieser Stelle hier ein. Und das ist dann eigentlich jetzt auch schon genug. Hier ist nichts zu tun, was irgendwie was bringen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mich am allermeisten schockiert hat, war die Nutzlosigkeit der Luftabwehr. Also gefühlt hat die ja nichts bewegt, ne? Flugabwehrwaffen kann ich ja nochmal ein bisschen verbessern. Gefühlt hat die wirklich nichts bewegt, Leute. Also ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt hätte irgendwie cool sein sollen. Ich habe es nicht feststellen können, ne? Das ist... Ich habe gedacht, die greift vielleicht ein. So Area-mäßig, so Luftabwehr. Aber das machen ja nur die Flieger. Also, ihr wisst, was ich meine. Es ist so ein bisschen enttäuschend gewesen, der Effekt, der nicht stattgefunden hat. Ich bin nur überlegen, ob ich hier noch angreifen will. Nee, ich bleibe immer noch hier. Ich bleibe immer noch hier. Habe ich hier noch Units, die ich bewegen kann? Das ist das Entscheidende hier. Habe ich nochmal eine komplett verschanzte deutsche Abteilung. Hier habe ich nochmal eine bulgarische Abteilung. Ich gehe alle durch. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Nee, das war's. Können wir auf jeden Fall weitermachen. Was wir auf jeden Fall noch machen könnten, ich habe gesehen, wir könnten jedes den Nebel des Krieges sogar mal ausmachen. Ich würde aber sagen, das machen wir erst dann im letzten Zug, um zu gucken, wie das dann ausgesehen hat, ne? Da können wir mal sehen, wie schlimm eigentlich die Situation wirklich ist. So. Gucken wir mal.
Hier kommt es nochmal zu kleinen Schiffbewegungen, die keine Rolle mehr spielen. Oh je. Hier greift er nochmal irgendwas an, aber es passiert nichts. Und aus irgendeinem Grund möchte er jetzt hier seine Kommando-Units hier dringend an der Front haben. Unzufriedene deutsche Soldaten verbreiten mal wieder Bolschewismus. Österreich übrigens auch. Die USA machen für den Krieg mobil. Nein, oh Gott. Das ist jetzt gar nicht geil. Die Arizona wird in Dienst gestellt. Die Zerstörer Wickes ebenfalls. Genauso auch das U-Boot SS-40. USA schließen sich der Entente an. Nein! Herr Oberbefehlshaber der Hochseeflotte. Mit dem Eintritt der USA in den Krieg besteht keine diplomatischen Risiken bezüglich des uneingeschränkten Seekrieges mehr. Möchten Sie in Anbetracht dessen unsere Marineeinheiten ermächtigen, uneingeschränkte Angriffe auf die Schifffahrt der Entente zu starten, wenn Sie sich in den richtigen Orten in der Nähe der britischen Häfen befinden? Ich guck mal, was das für mich bedeutet. So, da könnt ihr auch dran sehen. You are fucked. Ja, mach ruhig. Hier ist es eh rum. Die USA erklären den Mittelmächten den Krieg. Oh. Wisst ihr, wir haben nicht mal was gemacht. Französische Arbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Weitere Überfälle. Präsident Wilson stellt seinen 14-Punkte-Programm für den Frieden vor. Edwin Hubble meldet sich als Freiwilliger bei der US Army und schließt sich dem 2. Bataillon des 343. Infanterieregiments an. Boah, das ist der Edwin Hubble, der hat im. Ich wusste gar nicht, dass der im Ersten Weltkrieg gedient hat. Das ist der Hubble, nachdem das Hubble-Teleskop benannt wurde. Ein großer Astronom. Vielleicht sogar einer der größten, die je gelebt haben. Ja, wir sind jetzt hier tatsächlich bei Flugabwehrwaffen auf der nächsten Stufe, auf Stufe 3. Machen noch 700 Punkte. Und ich rechne jetzt ganz schwer damit, dass jetzt wahrscheinlich gleich Österreich-Ungarn die Flinte ins Korn wirft. Nach der Runde könnte das vorbei sein. Ja, das ist der drittletzte Entente-Zug. Die haben jetzt wieder eine Stadt genommen. Ja, die machen ja nicht viel. Feindkontakt, ja, wir verlieren jetzt dieses Schiff. Oder auch nicht. Ah, jetzt doch, okay. Jetzt doch. Hey, da kommt der nächste an uns ran. Ich hätte halt deutlich mehr auf Schlachtschiffe setzen müssen, ne? Die U-Boote sind halt einfach in der Regel nicht wert. Man kann mit den U-Booten super die Blockaden durchführen. Aber man braucht halt etwas, um diese permanenten Zerstörer auszukontern. Und das ist halt das Beste, was du da hast, sind halt Schlachtschiffe. Ei, 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 ei. Und jetzt geht das hier wieder los. Okay, Eskorten. Bum, 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 bum. Die knallen sich gegenseitig eine. Ich beobachte einfach nur, was passiert. Desillusioniert wie eh und je. Guckt euch an, was ihr den armen Teufeln hier widerfährt, ne? Paar Mal waren wir jetzt ja auch gebombt. Autsch. 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 Ja, wir werden ein paar Mal nicht halten können. Das ist ja jetzt schon mal klar. Haben wieder eine Kavallerie verloren. Paar Mal wurde geräumt von unseren Truppen. Paar Mal ist verloren. Ja, das war unser letzter Ansturmmoment. Meine Güte. Haben wir auch nochmal eine Einheit verloren. Aber die verlieren halt auch Einheiten, ne? Autsch. Oh, der Panzer hat gerade eben angegriffen, ist gescheitert und hat Schaden bekommen. Ich bin überrascht. Ich bin überaus überrascht. Oh, das tut echt weh. Aber wisst ihr, sie mussten ja ihre Kommandanten dringend an die Front stellen, ne? Nachdem sie erstmal fröhlich in die Hinterlande wegrennen von der Front und jetzt wieder alles ran. Hat die KI echt hart verkackt. Also, wenn ich das auf jeden Fall nochmal spielen würde, würde ich auch echt überlegen, dass ich wirklich permanent alle selber spiele. Das bedeutet zwar deutlich mehr Zeit
die man investieren muss in jede Runde. Aber man hat auch mehr in Kontrolle. Auf der anderen Seite ist es auch wiederum reizvoll zu wissen, ja, ich bin halt nur dieses eine Land, so wie es halt in echt halt auch ist. Wenn du ein Land kontrollierst, kontrollierst du halt auch nur ein einziges Land. Und damit musst du dann halt auch einfach leben, dass dann halt eventuell deine Verbündeten Scheiß machen. Oder zumindest aus deiner Sicht Scheiß. Ja, die feiern natürlich den Kriegseintritt. Und wir fürchten uns davor. Ich frage mich halt, ob man das hätte schaffen können. Aber wahrscheinlich hätten wir es schaffen können, wenn wir von Anfang an eher Druck gemacht hätten, Belgien zu überfallen und dann ganz schnell eventuell Paris zu nehmen. Ich weiß es nicht. So, wir haben noch mehr Reservekorps. Gibt es auch Abteilungen? Nee, es sind tatsächlich Korps. Okay. Dann werden die jetzt hier geplantet. Ah doch, da gibt es noch Abteilungen. Cool. Mehr Reservekorps, mehr Reservekorps. Auch hier frischen wir nochmal ein bisschen auf. Und wisst ihr was ich jetzt mit dieser Reserveabteilung mache? Ich habe mich schon lange gefragt, ob das hier eine dumme Idee war, das hier offen zu lassen. Deswegen habe ich das jetzt hier rüber geholt. Hier haben wir nochmal ein weiteres Schiff. Das ich jetzt hier noch schnell nach vorne hole. Ich verlagere jetzt hier meine ganzen Schiffe erstmal wieder safe in Häfen, die irgendwie zu viel Damage genommen haben. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass die nicht noch zerstört werden. Das wäre nämlich echt ein bisschen blöd, wenn das passieren würde. Okay, das war meine Flottenaktion für diese Runde. Ich habe jetzt hier diese wichtigen Kriegsziele jetzt hier nochmal besetzt. Hallöchen, lieber Westen. Oh, ich kann tatsächlich das Ding wegbomben. Ja, jetzt wieder nur Flugabwehr. Das ist mir allerdings nach wie vor ziemlich Wumpe. Ja, ich bombardiere jetzt hier den in die Hölle. Hoffe ich zumindest. Sehr guter Treffer. Auch guter Treffer. So, der ist weg. Tja, haben wir halt Schaden gekriegt, aber so ist es halt, ne? So ist es halt, so ist es halt. Wenn ich jetzt da hingehe, kann ich den ja hart angreifen. Diese Kommandoeinheit. Du kannst jetzt noch... Ohne Witz, ich werde weiterhin hart angreifen. So. Ich gehe jetzt noch dahin. Da ist noch ein bisschen was machbar, ne? Die haben noch ein bisschen Bodenunterstützung hier. Die möchte ich ihnen jetzt hier so ein bisschen nehmen. Bodendeckung entfernt. Bodendeckung entfernt. Die haben noch andere Deckung. Den hier müssen wir jetzt irgendwie wegkriegen können. Na also, zwei Schaden gemacht. Zwei von drei, zwei von drei, zwei von drei. Ja, ja, so zwei zu drei meine ich. So, zack, easy, erledigt. Du könntest da noch hingehen und den auseinandernehmen. Gehst hier tatsächlich wieder zurück. Wir rücken jetzt hier rein mit der Einheit. Kann ich tatsächlich satte vier Schaden machen. Hier kann ich sieben Schaden machen mit dem K-Wagen. Ja, ja, ist Artillerieabwehrfeuer, aber zack. Das hat dem wehgetan. Ich ziehe den K-Wagen zurück, um ihn noch einmal einsetzen zu können. Jetzt reite ich den hier hoffentlich wieder. So, die Kavallerie geht wieder da oben hin. Dann habe ich noch diese Einheit hier übrig. Als Verteidigungslinie hier einsetzen. Bevor ich jetzt hier mit dieser Einheit was mache, muss ich noch mal ein paar Dinge überlegen. Wir haben wieder die Möglichkeit, jetzt hier noch mal mit vier Granaten ein bisschen Druck zu machen. Ich möchte eigentlich hier diese Einheit hier nochmal einheizen. Die sind nämlich schon so schön angeschlagen. Und jetzt sogar noch schöner. You know what I mean. Ja, ja, ich weiß, dass es jetzt hier Artilleriefeuer gibt, aber das hat ihn eingeheizt. Du kannst hier nicht mehr angreifen, aber du könntest.
wieder nur einen Schaden, ist klar. So, ausgelöscht. Du gehst da oben hin. Also wir machen jetzt hier gerade eben auf jeden Fall gut Schaden an ihnen. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass wir mehr Einheiten haben als sie. Ist aber nur so ein Gefühl. Hier haben wir sie dort noch Deckung. Der hat auch... Ich bin überlegen, ob ich die hier wegmachen will. Die haben nur noch 6 Mann. Die sind am leichtesten auszulöschen. Deswegen mache ich das jetzt hier. Und noch eine Bombardierung. Das waren unsere Möglichkeiten. Jetzt kann ich ja noch mal ein bisschen Moral dezimieren, indem ich da noch mal ein bisschen drauf halte. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, selbiges zu tun. Da machen wir 2 Schaden. Dann machen wir sogar 3, wenn ich Glück habe. Nice. Das hat funktioniert. Und ich habe Straßburg wieder genommen. Gefällt mir. So. Wir besetzen Straßburg wieder natürlich. Haben ihn jetzt wirklich derbe Aua gemacht. So, du gehst da noch hin. Du gehst da noch hin. Mit dir gehe ich dahin, damit ich den jetzt später noch nachziehen kann. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas hier noch fixen kann von meinen Einheiten. Ich habe jetzt hier eine Menge reingebuttert. Keine Frage, ich habe eine Menge reingebuttert. Hier, da noch, genau. Und da noch. Ich habe sogar noch Einheiten, die ich einsetzen kann, wie ich gerade eben realisiere. Aber manche von denen können nicht weiter wegen der Zone of Control. Ich gehe jetzt mal hier hin. Da kann ich tatsächlich 5 Schaden an der Artillerie machen. Aber guck mal, die haben extrem übel Defensiv-Artilleriefeuer. Ist egal, ich möchte, dass die nächste Runde hier nichts tun können. Wow, der hat sogar gut gesessen. Du ziehst dich dahin zurück. Das heißt, du kannst sie auch nochmal zurückziehen. Hier geht allerdings nichts mehr wegen Zone of Control. Du könntest sogar die auch nochmal angreifen. Komm, vielleicht kriegen wir sie ausgeschaltet. Yes! Wir haben nochmal eine französische Artillerie ausgeschaltet. Das fand ich gut. War eine sehr erfolgreiche Runde. Wenn man bedenkt, was hier los ist. So. Die Kavallerie noch dahin. Problem ist, dass hier einfach immer noch viel zu viel abgeht. Auf der Gegnerseite. Uiuiui. 1, 2... Aber was ich komisch finde, die Infanterie, die sie einsetzen, ist gefühlt ein bisschen weniger geworden. Ich kann da nicht den Finger so hundertprozentig drauflegen, aber es wirkt so. Hier kann ich noch ein bisschen Schaden machen. 4 von 2. 2, 1... Hier kann ich leider alle gar nicht so richtig fixen. Ich versuche es hier mal durchzustoßen. Ach, gucke mal. Natürlich sind da wieder welche. Aosta. Ich bin jetzt eigentlich hauptsächlich noch so ein bisschen hier am Rumexpeditionieren. Ich möchte wissen, wo ich noch Dinge tun kann. Boah, der hat eine Bodendeckung von 5. Gibt es ja wohl echt nicht. Was ist denn das für eine Landschaft, ehe dass sie eine Bodendeckung von 5 hat? Tja, aber ihr seht, ne, man kann da nicht viel Schaden machen an diesen blöden Panzern. Und Rückzug. Und Rückzug. Und Rückzug. Tja, soviel zum Thema Rückzug. Da haben wir noch mehr Einheiten, die jetzt hier nichts mehr bewirken können. Du kannst da noch hingehen und nichts bewirken. Yeah. Du gehst hier zurück. Ich habe dich jetzt hier noch am Start. Dich noch am Start.
Und das waren meine Möglichkeiten, Freunde. Ich mach jetzt. Ich versuche einfach alles, um meinen Panzer zu zerstören, aber da geht halt einfach nichts. Es geht halt einfach nichts. Oh doch, wir haben getroffen, aber es war jetzt eher nur so ein bisschen. Okay, dann halt nicht. Warte mal, diese Einheit habe ich noch. Au. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Du gehst da noch hin. Es bleibt dabei, wir bewirken hier nichts mehr. Der hat hier, Entschuldigung, noch eine Möglichkeit von hier hinzugehen. So hin. Ich mache mal absichtlich nichts mit dem hier, weil ich wissen will, ob der seine Verschanzung übernimmt. Das sind Dinge, die ich noch nicht weiß. Oh, warte mal, der ist angreifbar, der Junge. Nett. Und wir haben nochmal eine französische Einheit ausgeschaltet. Kam sehr unerwartet. Mhm. Fallen wir hier mal zurück. Wollte mich verarschen. Ich kann mich hier nicht zurückziehen, aber ich kann hier vorrücken. Da kann ich nicht hin, aber da kann ich hin. Ja, nee, ist klar. Das ist äußerst weird. Rückzug. Und da einfach stehen bleiben. Ja, wie gesagt, ich mache das jetzt auch nur aus dem Grund, weil der Krieg neigt sich jetzt dem Ende zu. Und wir können einfach nicht mehr viel tun. Ich habe getan, was ich konnte. Und es wird nicht reichen am Ende. Es wird einfach nicht reichen. Vorletzte Runde jetzt, ne? Wir haben noch ein bisschen Punkte. Diplomatie, es hat sich erledigt. Die haben uns jetzt hier auch den Krieg erklärt. Die Schweiz ist immer noch neutral. Toi, toi, toi. Was wahrscheinlich ein Fall ist, dass auch anders hätte laufen können. Schätze ich einfach mal. Ich schätze mal, das hätte auch anders laufen können. So, ich mache noch mehr Kavallerie-Corps. Vielleicht kann ich mit den Kavallerie-Corps noch irgendwas bewirken. Die sind zu teuer geworden. Was? Ich habe doch noch 410. Warum kommen, kann ich nicht noch mehr Kavallerie-Corps? Ach, weil sie wieder mal verboten sind, dass ich sie aushebe. Ja, ja, ja. Okay, noch mehr Infanterie-Corps. Noch ein Infanterie-Corps. Jetzt habe ich noch 100 Punkte. Kann ich noch eine Abteilung mehr holen? Ja, komm. Ich hole mir noch eine Abteilung. Die kostet 52. Das heißt aber, ich kann mir keine weitere holen. Zumindest keine vollwertige. Nee, ich kann mir gar keine mehr holen. Ist vorbei. 48 Punkte. Ich darf mir gar keine mehr holen, wie ich gerade sehe. Wie sieht es mit den Bulgaren aus? Da könnte noch eine weitere Abteilung gehen. Aber ihr seht, das geht auch nicht, die sind teurer. Wir bekommen die Vergünstigungen bekommen wir nur auf eigene deutsche Truppen. Und nicht auf Dingens. Na gut, dann Turnende. Ja, machen wir Turnende und schauen, was jetzt hier Schlimmes passiert. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade eben jetzt die letzten Kriegswochen jetzt hier auch die fatalsten sind, so ein bisschen. So ein bisschen so mein Eindruck. Österreich-Ungarn bricht zusammen. Ha! Es ist vorbei für die. Der Nationalrat übernimmt die Macht in Budapest. Tschechische Nationalisten sagen sich von Österreich-Ungarn los. Oh je. Das polnische Nationalkomitee übernimmt die Macht in Krakau. Rumänien nimmt Transsilvanien und die Bukowina ein. Entente befreit Montenegro. Boah, das Lustige ist, das sind alles Feinde jetzt, ne? Tschechoslowakei schließt sich der Entente an. Lol. Ey, jetzt ist vorbei. Ungarn schließt sich der Entente an. Es ist vorbei.
Es ist einfach nur GG. Noch mehr Proteste in den Midlands. Schottland wird immer. Ja. Wir sind allein. Und haben keine Truppen mehr. Jetzt kommt erst noch die Entente. Italien erklärt Krieg gegen Österreich-Ungarn. Was? Okay, ganz im Ernst. Italien, das ist die Definition von einem schlechten Gewinner. Das ist die Definition von einem schlechten Gewinner. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ja, das arme Österreich-Ungarn, ja gut, muss mich zum Glück jetzt nichts mehr an... oder Österreich halt letzten Endes nur noch Österreich. Oder Österreich-Ungarn, es ist ja immer noch Österreich-Ungarn. Aber wisst ihr, der Feind kapituliert und du erklärst ihm einfach gleich nochmal den Krieg. Also das ist arm. Also wenn das wirklich passiert ist, diese Politiker, die das entschieden haben in Italien, das sind die ärmsten Würstchen, die ich jemals... von denen ich jemals hören durfte, ey. Oh mein Gott. Ja gut, sie wollten halt wahrscheinlich diese Ländereien haben, aber hätten sie nicht eigentlich kriegen müssen? So als Siegesbedingung, wenn Österreich-Ungarn kapituliert, ne, und zerfällt? Just saying, also es ist so der Klassiker von Siegerjustiz so ein bisschen, oder sogar noch weitergehen als Siegerjustiz. Das ist eigentlich quasi auf jemanden eintreten, der am Boden liegt. Und dabei lachen. Nicht realisieren, dass man selber das Schwein ist. Oh Mann, ja, hier verlieren wir wieder Infanterie. Aber, eieiei. Ja, jetzt verlieren wir hier Einheiten. Autsch. Aber sie auch. Au. Vermalle deine Panzer. Au. Ja, das Schlimme ist, wir haben ja nochmal einen K-Wagen produziert, aber der kommt zu spät. Der kommt viel zu spät. Der bewirkt nichts mehr. Mhm. Man schaue sich das hier an. Hier ist Wien. Also das ist Österreich jetzt hier. Man sieht die italienischen Truppen, mit denen wir noch im Krieg sind. Die aber wohlgemerkt hier nichts mehr tun können, ne? Das sind auf so... Die österreichisch-ungarische Moral sinkt aufgrund von vielen, vielen Dingen. Der Fall von Prijemys. Ich habe keine Ahnung, wie das ausspricht, ist egal. Auf jeden Fall, Rumänien wird gestärkt. Diplomatischer Erfolg Schweden Richtung Entente. Ja. Das Kartenhaus bricht in sich zusammen. Unser Kartenhaus bricht in sich zusammen, vor allem. Und natürlich regnet es jetzt nochmal, dass man mit den Fliegern, die sowieso schon fast nichts gebracht haben, noch ein weniger tun können. Letzte Runde, Freunde. Unsere allerletzte Runde. Ich denke, es lohnt sich nicht, nochmal eine Folge zu machen. Deswegen werden wir das jetzt hier einfach damit jetzt hier in dieser Folge zu Ende bringen. Dann ist sie halt ein bisschen länger. Eieiei. Oh, unser letzter K-Wagen. Der ja jetzt hier garantiert noch viel bewirken wird. Nicht. Oh, scheiße, ey. Und hier ist die Artillerie nicht mal in Reichweite, um irgendetwas zu tun. Das habe ich dooferweise ein bisschen verpennt. So Leute, das ist aber auch dann wirklich so die letzte Runde. Wir können ja danach nichts mehr tun. Ne? Wir werden dann am Ende dieser Runde mal den Nebel des Krieges deaktivieren. Was haben wir denn da noch für Möglichkeiten? Hier die Bodendeckung wegnehmen. Ja, ich möchte hier eigentlich schon noch jetzt irgendwie Harz zustoßen, ne? Wenn ich das kann, dann mache ich das. Okay, we did it. Die haben nur 8, die haben aber auch nur 8. Das heißt, jetzt fangen wir einfach mal an, hier schon mal ein bisschen Schaden zu machen. Wir haben noch eine Möglichkeit, einen K-Wagen einzusetzen. Dann nehmen wir den jetzt hier auch, zack, zu schlagen. Ziehst dich wieder zurück. Hier kann ich 4 von 2 machen. Das heißt, also ich werde erstmal dafür sorgen, dass die erstmal jetzt hier noch weiter in ihre Verschanzung verlieren. Dann grinde ich mich hier so durch die durch. Ich nehme den hier auch nochmal ein bisschen Bodendeckung.
Und dann mache ich das hier noch voll weg. Zack. Jetzt sind es hier schon 4 von 4. Hauen wir drauf. Die haben natürlich noch Artillerieabwehrfeuer. Tat ihnen weh. Du gehst dahin. Wir rücken nach. Der Plan ist es, die jetzt halt hier voll aufzureiben, ne? Ich gehe aus dem Weg, dass der da noch ran kann. Ist mir egal. Eigentlich macht das keinen Sinn. Wir machen es bloß, weil es aus spielerischen Gründen. Zack. Schaden gemacht. Schaden gemacht. Hau drauf. Besiegt. Zurück. Tja, was mache ich jetzt hier noch? Hier kann ich noch rangehen. Einen Kommandanten angreifen. Aber viel gebracht hat's nicht. Man kann diesen Krieg damit zusammenfassen. Viel gebracht hat's nicht. Das ist, glaube ich, die perfekte Zusammenfassung für diesen Krieg. So, ich habe jetzt noch diesen Ort hier eingenommen. Yeah, und? Oh, nee, warte mal, ich dachte, ich kann Frankreich betreten. Nee, das reicht leider nicht. Ich komme nicht nach Frankreich rein. Oh, warte mal, ich darf hier durch Österreich durchlaufen? Hä? Wieso darf ich durch Österreich durchlaufen? Oh. War ja klar, dass sie da warten. War ja klar, dass die da warten. Ja, wir halten die Position jetzt hier natürlich noch so gut wir können. Aber wisst ihr, dadurch, dass jetzt auch mit denen hier im Krieg sind, ist der Drops eigentlich gelutscht. Ich guck mal, ob ich hier Truppen sehen kann. Nee, sehe ich nicht. Wenn man darauf vorbereitet wäre, hätte man jetzt hier dann Truppen noch hingestellt und hätte man hier noch Prag einnehmen können und so, aber... Das bewirkt jetzt an dieser Stelle nicht mehr so viel. Autschi. Ja, die Kavallerie macht hier einfach nichts mehr, ne? Ab einem gewissen Punkt wird es auch ein bisschen witzlos, wenn man hier jetzt die ganze Zeit, obwohl die... Ach ne, die haben noch Verschanzungen. Na gut. Du gehst da jetzt noch runter. Jetzt habe ich nochmal einen vollen Zehner-Trupp. Und jetzt ist ihre Verschanzung hoffentlich weg. Ist klar, dass die Kavallerie hier wieder mal nichts bewirken kann. Also was mich am meisten stört, ist die Tatsache... dass mir die eigenen Einheiten im Weg sind. Das stört mich am meisten. Da komme ich noch hin und kann den zerschlagen. Also. So, we did it. Der kommt komischerweise gar nicht weiter vor. Da gehe ich zurück, da gehe ich vor. Hier nochmal versuchen zu bombardieren, aber es wird auch nichts bewirken, ne? Den haben wir schon bewegt. Es war unser letzter Zug, Leute. Es war unser letzter Zug. Probier nochmal mein Glück, jetzt hier irgendwas anzugreifen, aber ich glaube, wir können gar nichts mehr machen. Es regnet ja auch, ne? Just saying. Kavallerie, Artillerie. Ich guck, was ich hier noch auffrischen kann, dann weiß ich auch, was ich hier noch nicht bewegt habe. Die hier zum Beispiel. Aber ist egal, hier ist vorbei. Es ist einfach nur vorbei. Pack jetzt hier noch
so rein aus Prinzip hier noch meine Sachen hier, meine Punkte in die Schiffe. Aber es ist gelaufen, Freunde. Es ist endgültig vorbei. Wir machen jetzt mal den Nebel des Krieges aus. Und jetzt möchte ich einfach mal wissen, was hier los ist. Nebel des Krieges ist aus und das ist die Frontlinie. Ha, okay. Wenn ich ehrlich bin, ist die sogar rein infanterietechnisch sehr überschaubar. Das meiste, was wir jetzt hier noch sehen, sind weitgehend eigentlich Luftkampfeinheiten, Kommandoeinheiten. Ich behaupte, in reinen Kampfeinheiten sind wir ihnen, naja, nicht überlegen, aber immer noch mindestens ebenbürtig. Hier sind noch ein paar mehr. Aber hier im Zentrum ist relativ wenig. Hier oben ist auch nicht mehr so viel. Deswegen hat auch der Angriff so ein bisschen nachgelassen. Ihr seht, Frankreich ist weitgehend unbesetzt. Wenn man es irgendwie geschafft hätte, da was hinten hinzubekommen, das wäre episch gewesen. Ich frage mich, ob es möglich ist, Anlandungsattacken durchzuführen. Also hier mit so Marinesoldaten. Habe ich nie probiert. Warte, wo sind die Marinesoldaten? Ich finde sie gerade eben gar nicht. Hier. Mit denen dann, keine Ahnung, vielleicht hier hinten bei, wie heißt das Ding? Bayonne, bei Bayonne oder sowas hier anzulanden oder bei Bordeaux. Und dann hier so wichtige Positionen sich zu schnappen. Auch Italien ist im Grunde unbesetzt. Ja, okay, stimmt nicht ganz. Ein bisschen was steht schon rum in Rom zum Beispiel, aber... Also die haben hier noch eine Menge Soldaten, aber... Hier ist es ehrlich gesagt hauptsächlich noch Luftkampf. Wir haben zwei Panzereinheiten. Artillerie. Flieger sehe ich hier eine ganze Reihe. Ist eine ganze Reihe eigentlich nix, ne? Das ist der einzige, der hier noch als Infanterist hier oben ist. Das ist der zwei. Okay, zwei sind es noch. Also ein Brite, ein Franzose. Zwei Panzer. Dann kommt hier leicht zerstörbares durch Infanterie. Jede Menge leicht zerstörbares. Hier ist nochmal ein bisschen was von denen. Dass der immer noch eine Verschanzung von 8 hat, finde ich immer noch einen schlechten Witz, weil ich immer noch nicht weiß. Ach, jetzt habe ich vergessen zu gucken, ob wir das Ding hier hätten behalten können. Aber das liegt daran, dass wir auch hier... Nee, wir haben es nicht vergessen zu gucken, weil nämlich hier die Sache vorbei war. Naja gut, wir beenden den Turn und lassen das Ganze jetzt hier mal ohne Nebel des Krieges weiterlaufen. Es ist eh der letzte Zug gewesen. Wir warten jetzt nur noch auf das Ende. Ja, die bekommt hier Nachschubmangel. Ist klar. Aufstand in Belgrad. Das ist mir jetzt sowas nicht egal. Ach, die haben jetzt ihre Truppen da wieder runterbewegt. Ach, warum denn? Die wurden runterbewegt. Oh. Ja, dass wir jetzt hier nochmal irgendwelche technologischen Fortschritte gemacht haben, ist jetzt irrelevant. Oder ist das Spiel dann wirklich vorbei? Ich weiß es nicht. Wir haben keinen Zug mehr, offiziell. Wir haben offiziell keinen Zug mehr. Wie gesagt, ich... Ah, jetzt sehe ich auch zum ersten Mal, wie die jetzt hier Truppen verschiffen. Na gut, das Problem ist ja tatsächlich, die Einheiten an England vorbeizubekommen, wie ich jetzt gerade eben sehe, ne? Man müsste solche Infanterieeinheiten an England vorbei bewegen, wenn man sie nach Frankreich schicken wollen würde. Das müsste man halt testen, ob das geht. Da kommen jetzt noch mehr Schiffe. Das kommen, glaube ich, jetzt gerade die Amerikaner. Und mit dem Ankommen der Amerikaner ist für uns eigentlich der Drops gelutscht. Ja, ja, wir sehen jetzt, was da los ist. Die Azoren. Da kommt es einiges an. Und das könnten wir jetzt einfach nicht mehr aufhalten. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hier... Oh, wir sehen übrigens jetzt auch die ganzen Siegpunkte. Boah, die haben 1530 Punkte, die Franzosen. Hohoho. Das ist das, was wir jetzt hier sehen durch... Wir sehen jetzt halt auch die Sicht des Gegners. Das hier ist das Bündnis von denen, was die an Punkte hier ins Feld werfen. Hey, die Franzosen und die Briten machen mehr Punkte als wir. Oder haben zumindest mehr Punkte als wir. Ich weiß nicht, ob sie das jemand angespart hatten. Meine Güte. Also, so wie ich das sehe, ne, jetzt nach der Niederlage von Österreich-Ungarn war da nichts mehr machbar, um hier das Schlimmste zu verhindern. Was ich vielleicht hätte tun sollen,
ist von Anfang an das Osmanische Reich mitzusteuern. Österreich-Ungarn hätte man im Grunde eigentlich nur mit einer kleinen Einheit einsetzen sollen in Russland. Ich habe da viel zu viele eingesetzt. Und die dann auf den Italienfeldzug vorbereiten. Das wäre sinnvoller gewesen. Boah, guck mal, wie viele da noch im Osten. Das wird einem erst jetzt am Ende klar. Oh Mama, oh Mama, oh Mama. Naja, also zahlenmäßig sind sie deutlich überlegen. Aber das ist auch korrekt so. Aber das Schlimme ist halt, wenn du halt an so einer Engstelle rumstehst, wo diese Schlacht dann halt wütet, dann ist es halt irrelevant, ob die eine Seite 10 Millionen und die andere Seite nur 4 Millionen hat. Wenn die halt tief stehen und du sie nicht einfach auslöschen kannst, dann kannst du es halt einfach nicht. Dann ist halt vorbei. Ha. Jetzt sehen wir auch, wie die tschechischen Verbände jetzt hier plötzlich aufploppen. Breslau. Tja. Es ist jetzt endlich vorbei. Sabin ist befreit. Bitte sagen wir, es ist vorbei. Ansonsten muss ich es einfach definieren, dass es vorbei ist. Die haben U-Boot Entwicklungsstufe 3. Frankreich hat Luftschiffe Entwicklungsstufe 2. Italien hat jetzt die Produktionstechnologie verbessert. Auf Stufe 4. Berichten Fortschritte bei der Panzerentwicklung. Wow. Wow. Okay, wir sehen es gerade eben, was die Briten machen. Ja, die machen beide so um die 500 plus. Italien macht nur 263. Die sind eigentlich genauso schwächlich eigentlich wie Österreich-Ungarn. Serbien macht nur 31 Punkte. Krass. Und die USA machen satte 436. Sie bekommen auch noch Geldmittel aus dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Ah. Tja, und Russland ist durch. Ja, Leute. Das war's, ne? Schauen wir noch mal ganz kurz, was das Spiel jetzt sagt. Zusammenfassung. Was, wir haben keinen Zug mehr? Hä? Ich dachte, wir hätten keinen Zug mehr. Oder ist das jetzt der nullte Zug? Egal. Das hier ist anscheinend jetzt der nullte Zug. Wir machen diesen nullten Zug noch. Weil irgendjemand muss ihn machen. Gehen wir da noch hin. Kavallerie noch. Dahin und da noch eine Kavallerie hin. Ja, aber wie gesagt, Leute, es ist vorbei. Wir haben den Krieg verloren, ne? Also, wie gesagt, lasst es uns jetzt hier noch schnell endgültig zu Ende bringen. Ihr seht, hier ist auch nichts mehr so bombardierungstechnisch zu tun. An der Stelle sagen wir einfach mal GG. Ich falle jetzt hier natürlich noch mit den angeschlagenen Einheiten zurück. Wir können keinen weiteren Angriff mehr fahren. Alles, was ich tun kann, ist hier nochmal Einheiten heilen. Und damit ist eigentlich auch schon wieder gut hier, ne? Wir haben in der letzten Runde unser Pulver im Grunde weitgehend verschossen. Angriffe sind nicht mehr möglich. Ich kann nicht mehr hier bombardieren. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Den K-Wagen könnte ich hier nochmal richten, jawohl. Ja gut, wir haben noch einen K-Wagen. Ich möchte mal gucken, was passiert, wenn ich einen K-Wagen gegen einen Panzer einsetze. Ihr seht, da passiert gar nichts. Ich krieg nur auf die Fresse. Geil. Unsere Panzer sind so blöd, Panzer zu zerstören. Ja, gut. Zack, 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 zack. Das Lustige ist, die können nicht mal irgendwie großartig schnell sich bewegen, ne, weil es ja immer noch Alpen sind. Zack, zack, zack. Ich kann die auch nicht mehr verbessern. Ich weiß nicht mehr warum. Aber weil meine Punkte weg sind. Ja, das war's dann auch. Turn beenden. Jetzt kommt der nullte Zug des Feindes. Den schauen wir uns auch noch an. Es war klar, dass wir da nicht mehr viel machen können, aber die haben jetzt halt auch deutlich mehr. Und es kommen die Amerikaner noch. Ja, ja, hier gibt's noch mehr Stress. Also egal, ob jetzt nochmal ein Minus-Einter zukommt, Leute. Ich definiere an dieser Stelle jetzt einfach quasi die Mission als gescheitert. Es soll einfach nicht sein. Es hat einfach nicht sein sollen. Man hätte es vielleicht anders machen können.
Ich schließe nicht aus, dass man es gewinnen kann. Aber der Russlandfeldzug hat uns einfach zu viel Kraft gekostet. Hat zu lange gedauert. Ich schätze einfach mal, dass das ist ja alles getriggert, ne? Ich denke, man hätte Russland vermutlich einfach nur abhalten sollen, anzugreifen. Wir hätten gar nicht so viele massierte Truppen einsetzen sollen, um sie zu attackieren. Am Ende sind sie quasi an sich selbst gescheitert. Und wir dadurch auch, weil wir halt gedacht haben, wir müssen das randrücken, wir müssen forcieren, damit sie aufgeben. Aber diese Sachen scheinen eventmäßig getriggert zu sein. Ich denke, das Sinnvollste wäre tatsächlich gewesen, Italien, wie es jemand von euch mal geschrieben hatte, ganz, ganz schnell anzugreifen, sobald sie in den Krieg eintreten, mit einer unfassbaren Übermacht über Italien drüber zu rollen und dann eine zweite Front in Südfrankreich an der italienischen Grenze zu eröffnen. Das wäre wahrscheinlich der Weg zum Sieg gewesen. Dann hätten sie hier oben die Situation aufgeben müssen. Und dann wäre es für sie dann auch wahrscheinlich echt schwierig geworden, sich gegen uns durchzusetzen. Dann hätten wir Frankreich, erst Italien genommen, hätten wir Frankreich vielleicht sogar noch genommen. Und wenn man das geschafft hat, dann nimmt man unter Umständen vielleicht sogar noch Großbritannien. Weil man dann nämlich die kurzen Seeüberfahrtswege hat. Und dafür hätte nämlich die deutsche Kriegsmarine ausgereicht, um eventuell links und rechts diese Flanken zu sichern. Um zu verhindern, dass man hier zu sehr angegriffen wird. Hey, dieser Lump, ey, wie der jetzt ja auch wieder uns hart angreift. Schaut euch das mal an. Gnadenlos am Ende des Krieges, wo es schon rum ist. Naja, gibt es ja Verteidigung durch Artillerie. Gegen diese Panzer können wir einfach überhaupt nichts machen. Das ist wirklich gar nichts. Jetzt kommt hier nochmal eine weitere Offensive. Ihr seht, jetzt schlagen sie auch hier durch. Immer mehr Einheiten werden hier produziert und werden rübergeschickt. Hä? Bumm. Bumm. Ja. Die waren gerade eben noch bei 13. Es ist vorbei. Aber wie gesagt, ich warte jetzt einfach nur darauf, das Spiel ist jetzt wirklich offiziell beendet, weil ich will es halt einfach nur wissen, ob das jetzt hier offiziell beendet wird. Und ja, ich weiß, ich hätte daraus im Grunde zwei Folgen machen können, aber was soll's. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich dachte, es geht schneller. Ich dachte halt, dass dieser Multizug gar nicht mehr stattfindet. Ach komm, KI, das musst du doch jetzt hier nicht alles noch unbedingt machen. Sie sind der Meinung, sie müssen es doch. Also wir sehen auch einen großen Vorteil quasi, es jetzt hier mit Nebel des Krieges laufen zu lassen. Es geht halt auch alles schneller, ne? Weil viele Bewegungen halt einfach stattfinden, ohne dass man sie sehen. Boah, habt ihr das gesehen? Bop, 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 bop. Die schmeißen jetzt hier gerade eben nochmal weitere vier ganze Infanteriekorps. Oder paar Abteilungen ins Feld, jeweils. Eieiei, der Fall von Koblenz senkt unsere Moral. Rumänien heißt die russischen Erfolge gegen Österreich-Ungarn gut. Was? Russland ist schon wieder da? Bin ein bisschen verwirrt. Mhm. Naja, diese ganzen technologischen Aufstiege sind jetzt eigentlich nicht mehr wirklich wichtig. Ich will nur noch wissen, was jetzt hier kommt. Und Putt. Hey, wir haben es auf dem Putt hinauslaufen lassen. Okay. Krass. Es war ein Putt. Kann ich jetzt noch was tun? Nee, es ist vorbei. Seht ihr, ne? Ich kann nichts mehr tun. Es ist tatsächlich vorbei, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben den Krieg nicht verloren. Es ist ein Putt. Er würde aus unserer Sicht noch weitergehen, aber schaut euch das mal an. Er würde nicht mehr lange weitergehen. Oder was heißt nicht mehr lange? Also er würde vielleicht auch ein Jahr weitergehen. Aber dann wäre es vorbei. Alleine wegen dem, was jetzt hier passiert. Aber ich sag's mal so, ich bin schon mal fasziniert darüber, dass ich es fertig gebracht habe, das Ding hier zumindest nicht zu verlieren.
Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt, liebe Leute. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, vor allem auch, ob ihr noch mehr von dieser Serie Strategic Command sehen wollt. Ich mag diese Art von Spiele, auch wenn ich weiß, dass man sie erstmal hart lernen muss. Und ich habe noch lange nicht alles begriffen, aber jetzt immerhin schon mal ein paar Basics hoffentlich einigermaßen verstanden. Und trotzdem habe ich es geschafft, ein Patt rauszuspielen. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, seid in naher Zukunft wieder hier auf meinem Kanal mit dabei. Wenn ihr es nicht ohnehin schon seid, macht's gut, tschüss und ade.